Hallo Leute, heute hat DHL meine Mavic Air 2 von DJI mitgebracht. In diesem Video geht es kurz um das Unboxing, die Aktivierung des Care Refresh Paketes und den ersten Testflug. Also, los geht's. So, dann packen wir das Baby mal aus. Schön verpackt. Jetzt holen wir sie mal hier raus. Please charge to activate the battery before using the first time. Jawohl. Also man muss den Akku natürlich erstmal aufladen. Die Mavic Air 2 klappt man einfach hier so auf. Die ganzen Aufkleber müssen jetzt natürlich erstmal entfernt werden. Und so fühlen sich 570 Gramm an. Weiter geht's. Hier ist also dann noch der Controller. Bedienungsanleitungen. Und das Ladekabel mit USB-Kabel. Propeller oder Rotoren. Damit wir bereit für den ersten Flug sind, baue ich mal den Akku aus und stecke ihn mal ans Ladekabel. Also einfach die Rotoren hier weg, Akku rausziehen. Und dann gibt es hier, man kann da nicht gar nichts falsch anschließen. Und wenn es richtig angeschlossen ist, seht ihr, dass hier die LEDs blinken und er zeigt auch den Akku-Ladezustand an. Die Rotoren oder die Propeller, die haben unterschiedliche Bezeichnungen. Einmal hier blau für B und gelb für A. Wenn ihr diese dann auspackt, unterscheiden sich diese so, dass A, gelb, hier so einen silbernen Ring haben und die B haben einen schwarzen Ring. Und das müsst ihr beachten, weil sonst fliegt die Drohne recht komisch bei den Aufsätzen. Gibt es Aufsätze mit einem silbernen, da kommen dann die silbernen Rotoren drauf und bei den dunklen kommen die schwarzen drauf. Nicht verwechseln. Nachdem wir die Rotoren jetzt installiert haben, gibt es hier noch ein kleines Fächlein. Dort verbirgt sich ein USB-C-Anschluss. Dieser, man kann mit dem nicht die Drohne aufladen, man kann allerdings die Daten von der Drohne auf einen PC übertragen. Auf der anderen Seite ist auch ein kleines Fach. Dort ist ein SD-Kartenschlitz. Ich empfehle euch, das ist eine von Samsung, auf jeden Fall sucht euch eine relativ große Speicherkarte, mindestens Class 10 und U3. Hier ist dann die Fernbedienung. An der unteren Seite sind dann die Sticks, die man einfach so rausklappen kann. Es sind auch zwei Stück als Reserve. Vermutlich verliert man die ab und zu mal und die werden dann einfach hier ganz normal draufgeschraubt.
weiter schiebt man dann hier diesen Handyhalter hoch. Da ist ein Kabel mit einem Lightning-Anschluss und darüber wird dann das Handy hier eingeklemmt und damit verbunden. DJI bietet auch für riskante Flugmanöver eine Art Versicherung, die Care Refresh Versicherung. Diese kann man für seine Drohne aktivieren. Man hat innerhalb eines Jahres die Möglichkeit, sich zwei Fluggeräte bei einem verunglückten Manöver gegen eine Gebühr ersetzen zu lassen. Geht hierzu einfach auf Google, googelt nach Care Refresh, geht dann auf Bestellung. Wählt eure Drohne aus, die ihr gerade erworben habt. Das sollte man noch zur Kenntnis nehmen. Die Drohne darf nicht älter als 48 Stunden sein und eine neue und unaktivierte Drohne sein. Klickt auf Jetzt bestellen. Gebt nun die Seriennummer der Drohne ein. Diese befindet sich auf dem Karton. Und gebt eure Namen, E-Mail-Adresse ein. Solltet ihr einen Account bei DJI schon haben, dann könnt ihr euch mit diesem nun einloggen, ansonsten müsst ihr einen neuen erstellen. Gebt nun eure Lieferadressdaten ein. Und wählt die Bezahlmethode aus. Ihr erhaltet dann relativ schnell von DJI eine E-Mail mit einem Link. Dort könnt ihr den Bestellstatus einsehen. Klickt einfach hierzu einfach auf Details. Und über den Strahl seht ihr, in welchem Status sich eure Bestellung befindet. Kurze Zeit darauf erfolgt nochmal eine E-Mail. Und ihr seht, dass der Status nun auf bearbeitet ist und irgendwann abgeschlossen ist. Bevor ihr jetzt nach draußen geht, aktiviert die Drohne am besten bei euch zu Hause. Startet den Controller, verbindet das Smartphone mit dem Controller, startet die Drohne. Wenn alles an ist, verbindet sich die Drohne dann automatisch. Es werden die DJI AGBs abgefragt. Diese soll man sich durchlesen und dann bestätigen. Gebt nun eure E-Mail-Adresse und das Passwort eures DJI-Accounts ein. Es wird noch abgefragt, ob die Drohne tatsächlich mit diesem Account verbunden werden soll. Drückt auf Aktivieren. Die Drohne wird einmal neu starten. Wie immer bei neuen Drohnen ist sicherlich eine neue Firmware vorhanden. Diese wird dann installiert. Die Installation dauert ungefähr 20 Minuten. Die Drohne startet mehrmals neu. Am Schluss startet auch der Controller einmal neu. Wartet so lange, bis eine Bestätigt-Meldung erscheint. Dann kann es losgehen.
So, nach dem ersten Flug kann ich sagen, die Mavic Air 2 ist eine richtig tolle Drohne, die richtig toll zu fliegen ist, die super Videos und Fotos macht. Preislich ist sie zwar ein bisschen teurer, man bekommt aber jede Menge fürs Geld. Es macht super Spaß. In den nächsten Videos gibt es ein paar Videos zu den Foto- und Videooptionen. Bis dann.